Willkommen bei Vintage Mutation. Und heute, ja, heute, liebe Freunde, liebe Gemeinde, heute beschäftigen wir uns mit ganz fiesen Viechern. Dem ordinären, dem gemeinen Raptor. Hier sehen wir die Elterntiere, also hier drüben. Das hier ist Ausschuss. Nein, die sind ja schon hübsch und wunderbar. Aber nicht geeignet für Eltern, weil wir wollen ja die Mutation so schnell und so klar erkennen wie möglich. Ich denke, da hat die Winnie hier dreimal echt schöne Exemplare hingestellt. Das sei mal dahingestellt. Nee, echt cool. Überwiegend grün und dann halt das bisschen braun, was da im Kampf vorhanden ist. Da, ja, da wird uns eine Mutation hoffentlich auffallen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal auf, hör zu, in die Box. Süße Raptoren. Okay. Werden geboren. Okay. Guck mal, ich kann Eier stapeln. Eierstaplerin, du bist eine Hochstaplerin. Hm. Okay. Okay, die sind nicht so schön agil wie die nee. Enten. Nee. Die sehen auch sehr lustig aus hier bei mir. Die zittern nämlich alle. Alle, die heißen alle Alfons. Zitterbacke. Die Spannung steigt, noch ist nichts zu erkennen. Da! Wow! Annehmen. Der hat einen kopierten Schwanz. Jetzt ohne Scheiß, der hat einen kopierten Schwanz. Da hinten ist rot, also im Kamm. Da! Ja, ich habe hier echt sehr komische Grafikbugs. Wir haben mal lange Schwänze, mal kurze Schwänze und mal wirkt ja, sich das. Fangen sie stellenweise an zu wandern. Oh ja. Mhm. Wo kriege ich dich? Yeah. Das ist cool. Wandern schon mal deaktivieren. Und direkt wieder an meine Wade. So, warte mal hier. Komm, plopp auf. Oh. Überwiegend Inselbewohner. So. Zukünftige. Noch weiter. Oder wollen wir erstmal aufräumen? Ja, einmal werfe ich jetzt noch hin. Ja, ne? Vielleicht ist ja nochmal so was Komisches dabei wie der hier. Und wieder Winnie Nummer 1 im Eierhochstapeln. Nichts. Hier stehen sie ineinander. Uiuiuiuiui, ui, 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 das kann Ärger geben. Was ist da hinten passiert? Da hinten ist irgendwas. Grün. 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 Kriege ich dich? Ich hab dich. Ich hab dich. So. Direkt wieder wandern deaktivieren. Und. Komm mal meine Wade. Frage ist natürlich, ob der jetzt überhaupt mitkommen kann. Ja, was kommt er. Hier zappeln, geil. Ja, ne? Das Breakdancer. Meine ich, ja. So, aber hier fehlt mir einer. Und einer, der hängt hier fest. Ja, ne? Jetzt okay. Ist er wieder da. Oh. Eins, zwei, drei. Da kommt er. Sehr schön. Krass. Die sind echt gut geworden. Aber die sehen schrecklich aus. Zappelt die Textur bei dir auch? Ja. Wenn du nah rangehst, haben sie ein Stummelschwänzchen. Wenn du weiter weg gehst, kriegen sie dann ihren langen Schwanz. Also ist anscheinend die Model, das Model für die mittlere, für den mittleren Abstand. Ganz schön im Argen. Mhm. Wenn du ganz nah dran gehst, dann hören sie auch auf zu zappeln. Ja, ja. Und auch wenn du weit weg gehst. Ja gut, dann machen wir die erste Aufräumrunde, wa? Haben wir denn noch genug Eier für eine zweite Wurf? Ja, natürlich. Na cool, dann bis gleich. Auf zur nächsten Runde. Nottingham. Eventuell wieder mal die Federn, aber... Ich habe, glaube ich, irgendwie einen lila Hintern gesehen. Das könnte sein, dass das meiner war. nix. Und auch hier... Oh, ein Satz mit X. Oh, Menno.
Der Weihnachtsmann mag uns nicht. Schade, sonst hilft Meckern und Mosern. Last one. Schon wieder. Das war über 100 Eier wieder, ja. Nix. Na gut, dann mache ich jetzt hier nochmal eine gemütliche Runde, weil, also wie gesagt, diese Federn, das könnte eine Mutation sein, aber muss nicht. Genauso wie hier. Also ich präg dir mal eben. Ich schau mal kurz. Nee, die Federn, die kommen öfters vor. Ja. Hatte ich ja eben auch da. Dachte ich, ui, das wäre was, aber das war nix. Okay. Ah, gut. Dann sortieren wir mal aus. Gucken mal, ob finde ich vielleicht doch noch irgendwas Brauchbares dabei ist. Und dann melden wir uns gleich. Ja, wenn ich jetzt wieder was von einer geringen Ausbeute laber, kriege ich ja eh wieder einen an den Kopf. Aber ich finde schon. Also super auffällig, da kommen wir gleich zu. Wir haben hier einen echt dezent verfärbten, der so wunderschön weiß wird an den Spitzen der Federn. Und direkt da hinten, hinter ihm, direkt das Gegenteil. Der wird dunkel am Ende der Federn. Andere Mutation haben wir da jetzt nicht großartig festgestellt. Dann haben wir die beiden hier. Beim linken sind wir uns total unschlüssig, was der überhaupt haben könnte als Mutation. Aber naja, ist wenigstens ein hübscher. Und hier, ja, fragen wir uns eigentlich auch noch. Da könnte es der Bauch sein eventuell, aber sicher sind wir uns da nicht. Naja, und dann kommen wir natürlich hier zu ihm und den feiern wir ja wirklich. Also sowas Krasses hatten wir ja noch überhaupt nicht. Und das ist damit quasi die Number One. Und der muss einfach gefeiert werden. Also da könnt ihr gerne alle mitfeiern. So, dann haben wir hier natürlich unseren Orangekamm. Der sticht schön heraus. Sieht auch ziemlich cool aus und beinahe einen dunklen Bauch. Dann haben wir hier Grünkämmchen mit weißem Bauch. Ziemlich abgedreht. Und dann haben wir da hinten noch unseren Weinroten. Ja. Auch mit weißem Bauch. Also wirklich super krasse Farbgebungen, die hier möglich sind. Und ich bin echt gespannt, wie das weitergeht. Ja, wir werden da bestimmt noch ein paar nachwerfen, oder? Was meinst du, Vinny? Stell dir mal den Magenta mit den grünen, den neongrünen Federn hier vor. Mhm. Mit weiß am Ende oder so. Oder am besten irgendwie blau oder so. Ja, aber dafür brauchen wir noch ein paar Eier. Ja, das sind noch ein paar Wochen Arbeit bis dahin. Apropos bis dahin, Vinny, sag mal tschüss. Tschüss. Ifuel, sag mal tschüss. Das sieht so bescheuert aus mit dem Kasten da hinten auf dem Rücken. Ja gut, ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, euch gefallen unsere zappelnden, kopierten Schwanzraptoren. Bis dahin, gehabt euch wohl, eure Vinny und euer Difool. Tschüss.